600. Enjoy my channel and have fun. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. It's Atari 2600 Time. Und ja, irgendwann hatte ich es mal erwähnt, dass nicht alle Games im Retron 77 laufen, teilweise weil das Bauart bedingt ist, was die Module angeht. Ich könnte zwar das Game hier, was jetzt eingelesen ist, namens Space Jockey auf meinem Atari 2600 auf dem Original zocken, aber dann stimmen die Farben nicht. Und das liegt daran, dieses Modul ist ein NTSC-Modul, Space Jockey, und dieses NTSC-Modul, ja, spielt in der PAL-Konsole eben auf falschen Farben. Und soweit ich informiert bin, gibt es dieses Game aber auch nicht in der PAL-Variante. Zumindest nicht offiziell. Es ist aber gut möglich, dass von Quelle oder Quelle Games oder sonst irgendwie raubkopiert auch andere Versionen im Umlauf sind, vielleicht sogar auch eine PAL-Variante, aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt etwas überfragt. Ich habe momentan wirklich nur die NTSC-Variante gefunden, so wie ich sie hier auch in Händen halte. Made in Taiwan, 1982, US Games. 16 Game Variations. Und was das für Variations sind, das gehen wir im Einzelnen mal kurz durch. Ne? Denn auch das mache ich immer ganz gerne, mal zu gucken, was gibt es denn hier überhaupt noch für verschiedene Spielmodi. Und starten wir mal. Geladen ist es. Und ich gehe mal in den ersten Modus. Der ist eigentlich relativ einfach. Ja. Man kann sich hier in diesem Modus nur rauf und runter bewegen und schießt geradlinig und kann... Ja, wie soll man sagen? Man kann nicht zusammenstoßen mit dem, was da auf einen zukommt. Man kann da so durchfliegen. Allerdings, die Schüsse, die treffen dich schon. Da muss man ausweichen. Das heißt, hier kann man jetzt in diesem Modus nur rauf und runter. Und das scheint mir doch auch nicht so einfach zu sein, wie das vielleicht aussieht. Immerhin kann man nicht mit den Gegnern kollidieren. Ja, es ist eine reine Punkte-Hatz, ne? Also hier geht es wirklich nur um Points. Ein letztes Leben haben wir noch. Und hier geht es eben nur rauf und runter. Und nachher kommen mit jeder Schwierigkeitsstufe kommen neue Elemente dazu. So dass sich dann nachher am Ende 16 verschiedene Game-Variationen ergeben. Ah, mein letztes Leben. Okay. Ja, und es geht hier wirklich um nichts weniger als um Highscore. Punkte jagt. Ist auf jeden Fall schön farbig hier, schön bunt. Aber sonst ist dieser Modus jetzt erstmal nicht so wahnsinnig besonders. Kann man zocken. Aber ist jetzt noch lange nicht so herausfordernd, wie das, was dann später noch kommt. Ich lasse mich hier mal abschießen. So. Habe ich noch einen? Einen habe ich noch. So, jawohl. 3095 Punkte. Wir gehen mal in den nächsten Modus. Es gibt übrigens keine Zweispieler-Modi. Das ist ein reines Einspieler-Game. Also es gibt auch keinen Zweispieler nacheinander. Starten wir mal Modus 2. Und hier ist folgendes. Habt ihr vielleicht gesehen. Wenn ich schieße und bewege mich, dann lenkt mein Schuss. Das gibt dem Ganzen nochmal eine gewisse taktische Note. Sieht auf jeden Fall ganz lustig aus. Ja. Das Dumme ist nur, man muss ja teilweise selber auch ausweichen. No. Und da geht dann der Schuss, der eigentlich treffen sollte, auch schon mal drumherum. Auch hier kann ich durch die Gegner durchfliegen in diesem Modus. Ich habe jetzt hier eben als Hauptunterschied, dass der Schuss gelenkt wird. Und zwar in die Richtung, in die ich mich auch bewege. Nach oben oder nach unten. Und das sieht irgendwie noch ganz lustig aus, finde ich.
Ja. Okay. Jetzt gehen wir mal weiter, würde ich sagen, zum nächsten Modus, Nummer 3. Was ändert sich hier? Hier schieße ich wieder gerade, aber diesmal habe ich da irgendwas falsch gemacht? Warte mal. So, gehen wir nochmal durch Modus 3. Achso, einfach Knopf drücken. Ah ja, in diesem Modus kann man auch nur nach oben oder unten, aber diesmal verlassen die Gegner ihre Flugbahn. Das heißt, die fliegen rauf oder runter. Sieht man hier. Mein Schuss ist allerdings geradlinig. Und ich kann immer noch nicht mit denen kollidieren. Aber eben, die ändern jetzt ihre Flugrichtung. Steigen mal höher, mal tiefer. Was das Ganze natürlich dann auch schon ein bisschen schwerer macht in dem Moment. So, gehen wir über zu Modus Nummer 4. Hier habe ich einen Lenkmodus bei denen, die dann rauf und runter gehen. Ich kann aber immer noch nur rauf und runter fliegen, aber die Gegner können jetzt eben auch rauf und runter. Ich stelle mir auch richtig super. Und ich kann meinen Schuss lenken. Aber das Ganze, man merkt, es wird jetzt schon doch einige schwerer, die zu treffen, weil ich meinen Schuss ja lenke, unfreiwillig. Und weil die dann eben auch, achso, wenn ich den Joystick irgendwo hinbewege, sieht man immer den Highscore eingeblendet oben. Und die dann die Richtung auch ändern. Und aus diesen Kombinationen ergeben sich dann nachher 16 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Jetzt kommt was Neues dazu. Denn in diesem Modus kann ich mich jetzt selber auch bewegen. Hier brauche ich, ist auch noch keine Kollision eingeschaltet. Ihr könnt euch denken, wie die nächsten Kombinationen dann aussehen werden. Hier bleiben die auf ihrer Bahn. Ich kann mich jetzt aber im Raum hin und her bewegen. Und ihr könnt euch vielleicht denken, was als nächstes für ein Schwierigkeitsgrad für den Modus kommt. Und zwar gehe ich den jetzt mal an. Modus 6. Richtig, ich kann mich im Raum bewegen. Die ändern die Flugbahn nicht. Aber mein Flug, also mein Schuss, wird gelenkt. Und so, ja, so ergeben sich dann die einzelnen Situationen. Ich kriege nur im Moment irgendwie überhaupt nichts auf die Kette. Boah, ey. Und ich stelle fest, es ist wirklich gar nicht so easy, wie das vielleicht hier den Anschein hat. Also leicht geht anders. Oh, ich setze mich aber auch immer genauso dahin. Ich kann halt eben auch nur nach rechts schießen. Nächster Modus. Nummer 7. Ja. Hier ändern die ihre Flugbahn, während ich gerade schieße. Oh, jetzt ist aber auch gut. Gib dir mal ein bisschen Mühe hier jetzt. Man sieht eben, so leicht sind die jetzt auch gar nicht zu treffen. Es erfordert schon gewisse Reflexe. Sind jetzt hier mal ein bisschen Land? Nein, warum auch? Okay, auf zum nächsten Schwierigkeitsgrad. Na, so kommen wir wenigstens einigermaßen gut durch. Modus 8. Ich kann mich in den Raum bewegen, die fliegen rauf und runter und meine Schüsse werden gelenkt. Und ich kann aber immer noch, habe noch keine Kollision. Außer mit den Schüssen. Das reicht auch. Ja, so sieht man dann, das Ganze wird dann langsam immer herausfordernder. Ich kann mich eben im Raum bewegen. Die Schüsse sind lenkbar. Die Gegner kommen rauf und runter. Und ich glaube, ab hier geht es dann los mit Kollision. Modus 9. Genau, das wollte ich testen. Hier kann man jetzt, darf man nicht mit den Gegnern kollidieren. Die ersten 8 Modi waren ja noch so, dass man die berühren konnte und dann passierte einem nichts. Jetzt sind Kollisionen tödlich. Also nicht nur Schüsse, sondern auch die Dinger selbst. Ja, und in diesem Modus hier kann ich wieder nur rauf und runter, schieße aber gerade und kriege gerade voll einen auf den Sack. Modus 10. Das Ganze mit Lenken jetzt. Rauf und runter kann ich. Ich darf mit nichts kollidieren.
und kann meine Schüsse lenken. Ich kann übrigens auch hier immer nur einen Schuss abgeben. Sobald der einen Gegner trifft oder aus dem Bild rechts rausfliegt, kann ich den nächsten Schuss abfeuern. Ich kann also nicht sonst... Ja, das haut nicht so hin. Ne? Also immer wenn einer raus ist, kann ich den nächsten abfeuern. Ich kann den Feuerknopf gedrückt halten. Hilft mir trotzdem nicht weiter. Ne? Sterbe ich trotzdem. 1000 Tode. Mann, ey. Jetzt halte ich gedrückt, jetzt gebe ich hier mal einen Gas. Also mir macht das Game auf jeden Fall Laune. Mehr als ich gedacht hätte. Ja, und das Retro frisst das Game ja. Also beziehungsweise jetzt das Modul hier jetzt leider nicht. Ne? Ich spiele jetzt das ROM-File ab. Aber getreu dem Motto, ich habe das Original, also darf ich mir das auch auf diese Weise erlauben. Anders wird es nachher bei den Hacks und Homebrews, weil es viele ja gar nicht als Cartridge gibt, beziehungsweise die Seite atariage.com, die bietet viele Homebrew-Games auch als Cartridge-Modul an. Kann man dann aus den USA kommen lassen. Hat natürlich auch seinen Preis, aber dafür hat man dann eben was Besonderes in seiner Sammlung. Das Einzige, was ich mir auf der Seite bisher bestellt habe, damals, das war das Harmony-Cartridge für mein Atari, weil das Harmony-Cartridge ist ja ein Modul mit SD-Karten-Slot und das spielt das Ganze dann eben über die Hardware dann auch ab. Modus 12. Danke. Ich kann mich immer noch nicht im Raum bewegen. Dafür bewegen die sich jetzt rauf und runter und machen das Ganze also dadurch nicht einfacher. Die ändern also ihren Kurs, ich darf mit nichts kollidieren und sie schießen natürlich auch. Und meine Schüsse treffen fast nichts, weil die ja gelenkt werden und immer wenn ich ausweiche, dann weicht mein Schuss im Grunde ja auch aus. Das ist eben das Fiese hier dran. Und dann trifft mal was. Das ist gar nicht so einfach. Ja, da müsste im letzten Moment ausweichen. Na, geht der Schuss ins Leere. Okay. Gleich sind wir die Modi alle durch. Hier kann ich mich jetzt in den Raum bewegen. Schieße aber nur geradlinig. Oh, die Treffsicherheit von denen ist aber auch erstaunlich. Aber ich bin einfach zu dämlich und reagiere immer zu spät. Kann natürlich auch sein. Wäre durchaus auch möglich als Erklärung. Kann man so gelten lassen. Oh, Alter. Was ich nicht weiß, ist, kann ich die Schüsse von denen, wenn die genau auf meine Schusshöhe kommen, auch abschießen? Also. Ja, die sind so schwer zu treffen teilweise, weil die so schlank sind. Da musst du wirklich schon. Uah, gut reagieren. Das Ding gibt 100. Das gibt auch 100. Boah. Mal gucken, was die Dinger so für Punkte geben. Ballon gibt 25. Ich gebe 0. Modus 14. In den Raum bewegen. Nicht kollidieren dürfen. Schuss lenkt. Das wird also immer fieser. Und die kriegt ja 25. Der gab 50. Grün gibt 100. Was gibt der Rote? 150. Also der Hubschrauber gibt die meisten Punkte. Beziehungsweise ich habe noch nicht geguckt, was dieses Bodengefährt da bringt. Wenn ich denn überhaupt mal da runterkomme. Und jetzt habe ich nicht gesehen. 100 gibt der. Okay. Scheiße. Okay. Vorletzter Modus. Es wird heftiger. Hier, ja, okay, hier schieße ich wieder gerade, aber dafür ändern die die Flugbahn. Ja, und der schwierigste Modus ist dann nachher Modus 16. Sie ändern die Flugbahn. Ich habe gelenkte Geschosse. Darf mit nichts kollidieren und kann in den Raum mich reinbewegen. Wie weit kann ich eigentlich? Boah, bis ziemlich weit rechts. Bringt mir nur nichts. Und ja. Man kann sich vorstellen, das ist dann schon ein ziemlich heftiger Modus. Ich kriege ja hier schon kaum noch Punkte zusammen. So, und jetzt nehmen wir uns den schwierigsten Modus vor. Eben.
gelenkte Geschosse. Bewegung, ja. Darf nicht kollidieren. Und die ändern auch noch ihre Flugbahn. Boah. Kriege ich denn da wenigstens irgendwie 1000 Punkte zusammen? Das wäre sehr. Das wäre wirklich zu ambitioniert, glaube ich. Nichts ist unmöglich. Mit dem letzten Leben wahrscheinlich schon. Nein! Da hat mich der Ehrgeiz gepackt, aber leider hat es nicht gelangt. Okay, Space Jockey. Da sind wir mal durch alle 16 Schwierigkeitsgrade gegangen. Also der letzte ist natürlich schon ziemlich fordernd, aber auch die anderen nicht weniger. Ja, klassisches Shoot'em-up, aber ich finde es eigentlich ganz nice, das Modul in meiner Sammlung zu haben. Bin ich da eigentlich ganz happy, was das angeht. Was meint ihr denn zu dem Game? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich hoffe generell, das Zuschauen hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Wenn es heißt, zock mal wieder Mythomaniac, bleibt mir treu, empfiehlt mich weiter, lasst mir ein Like da oder ein Abo, wäre noch viel geiler. Würde mich riesig freuen und motiviert ungemein. Ja, ich sag ciao, macht's gut.